Ich hau hier nicht aus der Schule ab. Jetzt kannst du mal raten, woher ich das weiß, ne? Kim, willst du mich verarschen? Ja, ich bin spät dran. Ja, was ist das denn für ein Krach, Alter? Zieh dir mal ein T-Shirt an, Alter. Symbol hin damit. Warum seid ihr wach? Weil nicht jeder sein Abi geschafft hat. Muss gleich in diese Kackschule wieder. Das hab ich ja voll vergessen, Alter. Heute ist der erste Schultag. Heute ist der erste Schultag. Lass es, Junge, halt die Schnauze, ohne Scheiß. Oh, Alter, wirklich. Ich das hinter mir habe, Alter. Nee, kein Spaß jetzt. Viel Spaß. Toni! Na? Schatz! Ja! Tut mir leid, ich hatte so vermisst. Was machst du schon hier? Ich dachte, du kommst jetzt heute Abend wieder. Ja, der Flug wurde umgebucht und dann wollte ich dich einfach überraschen. Ja, das hast du geschafft. Okay, dann machen wir uns heute einen wunderschönen Tag. Als allererstes gehen wir jetzt in unser Zimmer. Ist nicht eigentlich Schule bei dir angesagt? Erster Schultag. Hi. Ja. Hallo. Schön, hallo. Dass du wieder da bist. Ja. Gute Überraschung. Was hat sie gerade gesagt? Schule? Ja, stimmt. Komm, Schule. Es ist der erste Schultag. Ja, komm, aber ganz kurz, Toni, haust du nachher wieder ab? Wieso hau ich wieder ab? Haust du ab, ja nochmal? Nee. Siehst du, sie ist noch da. Ach so. Also, Schule. Papa, komm, es ist. Ich habe sie zwei Wochen nicht gesehen. Du hast mir versprochen, dass du dich reinhängst. Ja, und dein Papa, okay, hat recht. Guck mal, wir können später auch noch ganz viel machen, nicht? Aber hier, ganz kurz, cool, dass du schon wieder so früh da bist. Ich habe jetzt schon eine andere Ausrichtung organisiert erstmal, weil es hat echt gut geklappt mit der Eröffnung. Ja, sehr cool, das freut mich. Emmy cool. Konnte ich jetzt erstmal nicht fragen, weil die ist jetzt erstmal zurück aufs Hausboot mit Schmidti. Also der ist jetzt wieder da. Ach so, der ist wieder zu Hause? Ja. Krass. Cool. Also cool. Freut mich. Cool. Dann, ja. Aber schön, dass du wieder da bist. Ja. Ja. Ich bring nur eure Tasche kurz rein, Leute. Nein, das mache ich. Das mache ich. Komm, du gehst jetzt direkt. Schule, let's go. Schule. Siehst du, musst du mal alleine gehen. Hm? Viel Spaß. Ja. Guck mal hier. Hast du schon deinen Schulranzen gepackt? Jo, Toni. Hast du auch in der Zwischenzeit zum Dreh zu fahren? Jetzt bin ich ja wach. Ja, perfekt. Ja? Lass es das machen. Toni, ja, verbringt jetzt mit dir einen Tag am See und ich muss in der Kackschule hocken? Okay, wir jetzt mal im Ernst. Was ist das für eine Kacke? Wir müssen jetzt Wasserproben entnehmen, um die Schädlichkeit von Sonnenmilch im Wasser zu testen. Und? Warum stellen die nicht einfach ein Schild auf? Eincremen verboten, dann ist es. Das ganze Thema abgehakt. Und das während Toni und Dean ihre Freiheit am See genießen. Super. Guck mal, ich verstehe auch, dass sich das abfuckt, ja? Aber weißt du was, es könnte viel schlimmer sein. Stell dir mal vor, wir müssten jetzt bei 35 Grad im Klassenraum sitzen und, keine Ahnung, eine Mathe-Klausur schreiben. Das wäre doch viel schlimmer. Sei doch einfach froh, jetzt können wir trotzdem noch draußen sitzen, diese Wasserproben entnehmen. Guck mal, Toni, die will doch sowieso Biologie studieren, oder? Dann kann die dir auch helfen, dann schaffst du die Analyse auch mit links, hm? Dass mir jetzt wirklich unter die Nase reiben, dass meine Freundin schon so ein Stück weiter ist als ich. Ja, wie sähen das aus, wenn meine Freundin mir jetzt helfen würde? Guck dir mal das Wetter an. Ich gehe zum See. Ich habe ja keinen Bock mehr drauf. Was? Ja. Conner, wie? Du gehst jetzt zum See? Ist doch nur der erste Schultag. Wen interessiert? Ja, aber am ersten Schultag direkt für Probleme sorgen, oder was? Ach. Ja, Mann, der erste Schultag. Wer soll sich deswegen denn schon bitte beschweren? Es merkt doch sowieso niemand, ob ich hier wieder auftauche oder nicht. Kann ich meine Zeit auch deutlich besser nutzen. Eine halbe Stunde versuche ich das nicht auszuprobieren. Ja, wenn du das nicht kannst, kann ich auch nichts dafür. Aber da kann auf jeden Fall das Krokodil nicht. Überraschung! Oh mein Gott, jetzt hätte ich mir fast an der Gurke verschwunden. Okay. Was machst du hier? Nee, was mache ich hier? Ach so. Musst du nicht in der Schule sein? Ja, erster Tag ist halt einfach nie so viel los. Ja, ich hatte früher frei und so. Ja, naja. Nein, umso besser, dass du da bist. Ich hab dich auch vermisst. Ich hab dir so viel zu erzählen. Pass auf, also. Ich hab dir das 4-Sterne-Hotel, hab ich dir ja schon geschickt. Ne? Das war so übertrieben cool. Dann Tapas. Wir haben unendlich Tapas gegessen. Ja? Und dann gibt's da doch diese Häuser, die. Warte mal ganz kurz, Schatz. Ich glaube, unser Kleiner braucht Hilfe. Ich brauche Hilfe, ne? Dean, warte mal. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass ich seit einer halben Stunde versuche, das aufzubauen. Irgendwo ist ein Riss oder so. Ist ein Riss. Nein, da ist kein. Ja. Das ist neu. Das und. Halt. Ja, also ich hab das mitgebracht. So. Nein! 100%, ich weiß es. Ich bin nicht blöd, Alter. Nur weil. Doch, genau. Du bist zu blöd. Das oder? Ist aber jetzt neu da. Ja. Das ist jetzt neu da. Das war vorher nicht da. Ja, siehst ich du, weiß. Das ist nicht mein Krokodil, sondern du bist zu blöd dafür. Das war vorher nicht da. Okay, jetzt kannst du hier weiter aufblasen, schön Mund halten. So. Das war aber vorher nicht da.
Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. So, pass auf. Auf jeden Fall diese Gebäude, da gibt's doch diesen Gaudi, ja. Gaudi. Im Kunstunterricht. Ja, genau. Ey, was will denn Kim jetzt? Ey, du hörst gar nicht zu. Wer war das? Was war? Ich werde den ganzen Tag schon von so einem scheiß Callcenter angerufen. Irgendwelche Inder, die mir was verkaufen wollen. Okay, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind wir dann auch so eine, diese Straße. Boah, ey, wieso kann ich mir sowas denn nie merken? Okay, Schatz. Wir gehen jetzt einfach mal ins Wasser und dann kühlst du ein bisschen ab und dann fällt dir das alles gleich wieder ein. Okay. Ich hab dich so vermisst. Ja, natürlich ist das jetzt nicht so nett von mir, Toni anzulügen, aber es war halt einfach nur eine kleine Notlüge, damit wir uns jetzt nicht streiten, damit wir einfach unseren ersten gemeinsamen Tag am See wieder schön verbringen können. Ich hab sie einfach wirklich viel zu sehr vermisst. Mein Handy klingelt! Das ist mein Handy, hast du mir geschenkt, weißt du noch? Ja, ich hab's vergessen, tut mir leid. Ja. Komm, ich spiel ein bisschen Frisbee. Ja, komm, um den rum. Achtung! Ey, dein Ernst, Mann? Ja, ich kann grad. Okay, komm. Ich kann aber nicht so gut. Alles klar, gut. Bis gleich, ciao. Was ist los? Mein Papa ist los. Wie dein Papa ist los? Er hat mich gerade angerufen, er meinte, ich muss zum Schrottplatz. Okay. Ja, ich geh jetzt duschen und dann bin ich auch weg. Viel Spaß euch. Boah, wie scheiße. Ich hätte jetzt gar keinen Bock auf Arbeiten. Das ist ja voll ätzend. Ja. Ist aber nicht das Dramatischste, dass wir jetzt ein bisschen Zeit zu zweit haben. Bist du gemein? Ja, warum denn? Ja, kannst du vielleicht mal ein bisschen Mitleid haben? Schatz, ich habe dich jetzt 2 Wochen nicht gesehen. Mhm. 2 Wochen. Ja. Ich möchte, dass wir nie wieder im ganzen Leben 2 Wochen lang getrennt sind. Wow, 2 Wochen? Ja, nein. Ja. Okay, du hast ja recht. Ich habe dich wirklich vermisst. Aber finde ich es auch okay, jetzt ein bisschen Zeit mit dir zu haben. Du hast ja recht. Ich liebe dich. Ich dich auch. Und wenn ich ehrlich bin, ich konnte es eigentlich gar nicht. Vermisst? Ja, ich habe dich sehr vermisst. Und ich konnte es gar nicht abwarten, bis wir endlich. Zeit zu zweit haben. Schatz? Ja? Ich habe da hinten ein leeres Boot gesehen. Falls du weißt, was ich meine. Ja? Ja? Das mal. Komm. Hier, da habe ich doch wohl alles richtig gemacht. Und endlich bin ich mit Toni alleine. Ich meine, Sex im Boot ist halt auch besser als unter der Dusche. Ja, du hast das dann, oder was? Das große Boot? Guten Tag, der Herr. Hallo. Na? Na, ihr beiden? Hallo. Ihr habt einen schönen Tag gehabt? Ja, mega schön. Wir waren am See. Ein bisschen viel Sonne, aber. Ich wollte sagen, Wetter war ja auch geil. Ja, das war richtig geil. Warte mal ganz kurz. Conor, ganz kurz. Ja, ich schreib's nicht. Ich will auch wissen, ob du einen schönen Tag hattest. Ich hatte auch einen schönen Tag, ja. Hattest du einen schönen Tag? Ja, auch bei dir. Ach so, war früher vorbei die Schule, wenn du das jetzt meinst. Schule? Ach so, war gut, ja? Auch wenn es früher vorbei war? Ja, war gut. Ja. Wieso war es nochmal früher vorbei? Wie, ja, weil es der erste Tag, habe ich doch schon heute Morgen gesagt. Ach so, ich dachte, dass du entschieden hast, dass du dich einfach verpisst, ne? Und deswegen halt ein bisschen früher Schluss hast. Ja, Bullshit. Bullshit? Ja, finde ich auch. Aber jetzt geht nicht so ein Mist, wirklich. Was denn? Du haust einfach aus der Schule ab, ja? Ich hau hier nicht aus der Schule ab. Jetzt kannst du mal raten, woher ich das weiß, ne? Kim, willst du mich verarschen? Du verpetzt mich bei meinem Vater? Hier. Ist das dein Scheiß ernst jetzt? Kim hat damit gar nichts zu tun. Sie wollte dich sogar verteidigen. Was? Das Sekretariat hat mich angerufen. Hat gesagt, Herr Riedel, wissen Sie was? Ihr Sohn, will er überhaupt noch mal die Schule machen? Der hat sich noch nicht für einen einzigen Kurs angetragen. Und er ist heute Kraft eigener Arroganz einfach aus dem Unterricht gegangen. Ja. Willst du mich verarschen? Ist doch kackegal, ja. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich hab keinen Bock, in dieser Scheißanstalt rumzusitzen, irgendwelche Kackproben zu nehmen, während, keine Ahnung, Toni und Dean Freiheit haben, an den See können, wann sie wollen. Und woran liegt's? Haben die vielleicht die Abi bestanden? Liegt's vielleicht daran? Ja, und jetzt, meine Fresse, ist doch... Trotzdem! Was? Ich, trotzdem? Ja, was denn? Ich bin 18, ist doch scheißegal. Du bist 18, ja. Okay, wenn ich keinen Bock hab, da hinzugehen, dann gehe ich da nicht hin. Okay, Was soll ich machen? Soll ich hier hintragen oder was? Willst du mich verarschen? Mike, weißt du was heute war? Sowieso, das war der erste Kim, Tag. Kim, du musst ihn nicht verteidigen. Ja, aber gut. Er ist 18, er weiß, was er tut. Aber heute war nicht so viel. Und richtig. In Zukunft lernen wir auch zusammen, wir gehen zusammen zur Schule, wir machen das alles zusammen. Ja, komm. Konrad, du weißt. Jetzt erstmal runter. Was du willst und was nicht, ne? Ja, weiß ich. Ja. Du weißt am besten, ne? Ja, weiß ich, Mann! Wie lächerlich ist das denn, dass mein Vater jetzt so einen Aufriss macht, weil ich ein einziges Mal blau mache? Scheiße, der kann mich mal.
dich wieder beruhigt? Ja, nee, keine Ahnung. Also, hast du es ja gerade eben selbst gesehen. Mein Vater macht jetzt einen auf überkrass und denkt plötzlich, er weiß das Beste, was für mich ist. Das hat ihn früher einen Scheiß interessiert, als ich ein Kind war. Genau sowas. Und jetzt so eine... Connor, genau das ist das, was du wolltest. Du wolltest einen Vater, der sich um dich kümmert. Und das macht er gerade. Der macht sich einfach Sorgen. Ja, er übertreibt. Er übertreibt nicht. Du hast gesagt, du möchtest das Abi machen. Und dann musst du das jetzt auch durchziehen. Du kannst doch nicht dann direkt am ersten Tag sagen so, nee, ich habe aber keinen Bock mehr. Hey, jetzt warte doch mal. Und abgesehen davon, hast du mich angelogen. Ja. Was ja. Was wäre das denn jetzt geworden, wenn ich gesagt hätte, ja, ich habe geschwänzt. Dann du so, warum machst du denn sowas? Das ist doch kacke, Connor. So klingst du nämlich, wenn du dich beschwerst. War nur ein Spaß, war nur ein Spaß. Mhm. Ja, aber du weißt, was ich meine. Es hätte den ganzen Tag versaut. Ja, kann ich verstehen. Es tut mir leid, aber es tut mir leid. Sehr gut, das wollte ich hören. Gut, dann sind wir fertig. Nee, wir sind nicht fertig. Guck mal, wir hatten die Diskussion schon mal. Das heute war einfach eine Ausnahme. Dean und ich wollen auch studieren. Und dann müssen wir wahrscheinlich noch mehr ackern als du. Und falls du irgendwann, oder du willst ja irgendwann frei sein und machen können, was du willst, dann musst du das jetzt aber auch durchziehen. Du willst was mit Musik machen. Ja, Musik studieren. Ja, aber ein Abi kann dir auch ganz viele andere Türen öffnen. Guck mal, das ist ein Jahr. Was ist ein Jahr? Weißt du, wie schnell das umgeht? Du weißt nie? Ja, ja, okay. Ich zieh's durch, ja? Sehr gut. Das wollte ich. Ja. So. Und jetzt muss ich zum Beispiel arbeiten. Wir hatten jetzt den ganzen Tag und jetzt darf ich ins L.A. Und falls du es vergessen, Dean, ey, der muss auch arbeiten. Wir haben einen richtig stressigen Tag. Wir haben nicht die ganze Zeit Freizeit und sowas, wie du das denkst. Hey. Kim, warte mal ganz kurz. Ich wollte mich nochmal dafür bedanken, dass du mich gerade bei meinem Vater in Schutz genommen hast. Das war wirklich lieb von dir. Schon okay. Und auch, dass ich dich heute den ganzen Tag so angemault habe, war auch nicht cool von mir. Es tut mir leid. Alles gut. Und... Okay, was kommt noch? Wir sitzen in einem Boot, du hast recht. Ziehen wir das einiger gemeinsam durch, okay? Okay. Na gut, Sommersonne chillen, das ist jetzt vorbei. Und ich meine, ich krieg's hin. Ich hab's Toni versprochen. Und nochmal enttäuschen wäre irgendwie dann doch einmal zu viel. Ich bin Amelie. Bist du neu? Ist das dein scheiß Ernst oder so? Du hast dich doch noch nicht mal richtig getroffen. Glaub mir, wir sind im falschen Film langsam hier, Ladies. Es fängt geil an. Was macht sie hier? Geil aussehen. Papa, du weißt, dass genau so damals dieser ganze Mist angefangen hat, ne? Stehe ich jetzt hier im Kreuzfeuer, oder was? Ja. Ach, guck. Ein bisschen lächeln. Ach, da war ein Lächeln, oder? Mann, ich wünschte, ich könnte ihr verzeihen, aber... Weißt du was? Das geht nicht. Eine zweite Chance verdient jeder. Was hat das jetzt zu bedeuten?